Rakete und der Handbremse anziehen. Ja, das ist schön, dass wir uns einmal in einer anderen Umgebung sehen. Dankeschön. Wenn schon das Geschäftliche unvermeidlich ist. Es ist aber der Grund unseres Treffens. Ja, leider. Aber endlich einmal außerhalb der Firma. Das wäre Ihr Abteil. Wegen der Papiere komme ich noch. Und wir müssen noch ein Stückchen weiter. Gute Nacht. Gute Nacht. Denken Sie noch an unseren Rotwein? Sofort, ich bringe ihn. Darf ich Ihnen noch das bringen? Nein, danke. Gute Nacht. Ich habe Ihr Memo gelesen, Herr Dorr. Mein Mann kommt dabei nicht gerade gut weg. Ich würde mir nie erlauben, Ihren Mann zu kritisieren. Aber hier geht es um meinen Chef und Ihre Firma. Weiterentwicklung und Produktion der neuen Leuchtstofflampen habe ich Bedenken, schwere Bedenken. Ihr Mann und ich, wir sind einfach gegenteiliger Ansicht. Die nötigen Investitionen sind derart hoch, dass ich es persönlich für verantwortungslos halte. Zumal das finanzielle Risiko allein bei Ihnen liegt. Ich werde morgen früh gleich mit meinem Mann darüber sprechen. Er kommt mit dem Schlafwagen aus Hamburg. Die Aufstellung darf ich doch mitnehmen. Ich habe sie für Sie gemacht. Danke. Hier Hannover Hauptbahnhof. Hannover Hauptbahnhof. Vorsicht auf 3022. Es läuft gerade der Montag-Express aus Hamburg. Nach Wien über München. Gehen wir noch auf einen Nightcap an die Bar? Lieber nicht. Man muss den Leuten nicht grundlos Gesprächsstoff liefern.
schönen Abend. Ich habe zu danken. Vielleicht können wir das wiederholen. Gelegentlich. Und nicht ganz so geschäftlich. Gute Nacht, Herr Dorr. Gute Nacht. Frühstück. Oh, wunderbar, danke. Guten Appetit. Dankeschön. Hallo, haben Sie mich nicht gehört? Wir haben einen Tod im Wagen, Siemens 106. Sieht aus, als ob sie ermordet wurde. Bitte benachrichtigen Sie die Polizei. Die Türen können nicht geöffnet werden. Auch nicht, wenn der Zug ganz langsam fährt. Und wenn er hält, an einer Baustelle. Er bleibt nur stehen, wenn ein Signal die Strecke nicht freigibt. Dann muss er aber auf jeden Fall halten. Die Bahnhofsvorsteher sind angewiesen, den Zug genauestens zu beobachten. Können Sie noch mal eine Verbindung zum Zug herstellen? Selbstverständlich. Nein, die Strecke war durchweg frei. Wir haben nicht gehalten. Nur Verminderung der Geschwindigkeit bei den vorgesehenen Stellen. Aber nie unter 50. Seit Würzburg. Jawohl. In dem Fall melde ich mich sofort. Ich stelle das mal fest. Die Dame, die hier gebucht hatte. Und das Ticket für den Wagen? Hatte er von 218. Gut, dann gehen wir das mal durch. Das Ticket ist ausgestellt auf den Namen Karin Mayrath. Mayrath, ja, danke. Morgen, Herr Geis. Morgen, Herr Doktor. Der Zug läuft gleich ein. Zug 211, Triebfahrzeughaltepunkt, eine Wagenlänge über das Bahnsteigende. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Reisende des Mondscheinexpress aus Hamburg, Altona, Hannover. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Beamten. Und begeben Sie sich in den Warteraum am Ende des Bahnsteigs. Kriminalpolizei, nur eine Kontrolle. Wenn Sie drüben Platz nehmen bei der Fahrkartenreservierung und Ihre Reisedokumente bereithalten. Danke. Gehen Sie bitte zur Fahrkartenreservierung. Kriminalpolizei, nur eine Kontrolle. Halten Sie bitte Ihre Reisedokumente bereit. Kriminalpolizei. Schon bei der Schranke. Ah. Alles leer. Gehen wir drüber. Kein Zweifel, es ist erwürgt worden. Wo ist die Frau eingestiegen? In Altona. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Ich meine lebend. Als ich die Dame zum Abteil brachte. Und irgendwelche Beobachtungen gemacht? Haben Sie gesehen, dass jemand nach Ihnen das Abteil betreten hat? Ich stehe ja nicht ständig vor der Tür. Wir können anfangen. Als Sie vorhin Mayrath wecken wollten, war die Tür da offen? Offen nicht, zugezogen, aber nicht abgeschlossen.
Danke. Wichtige Termine. Ich muss morgen früh noch weg mit dem Wagen nach Rom. Wir brauchen vielleicht noch Ihre Aussage. Ja, ich wohne im Hotel Königshof. Sie können mich dann erreichen. Hier ist meine Karte. Danke. Danke schön. Ja, dann kann ich jetzt gehen. Ja, danke. Ja. Na, wie weit seid ihr? Hast du dich da schon rein? Wir sind gleich durch. Wir fallen ja schon fast die Finger. Sind Sie der mittlere Kommissar? Ja, Hauptkommissar Kress. Mein Name ist Oskar Winters. Frau Mayrath ist meine, sie war meine Sekretärin. Dann kommen Sie doch bitte gleich mit aufs Präsidium. Muss das sein, Herr Kommissar? Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte, ist das wahr? Ich wollte Frau Mayrath vom Zug abholen. Dann sagte man mir das. Beruhigen Sie sich. Melden Sie sich bitte. Entschuldigen Sie. Ich bin eine Freundin von Karin, Doris Thiele. Wir wohnen zusammen. So. Herr Winters, bitte. Mein Wagen ist noch auf dem Zug. Dann holen Sie ihn. Ich erwarte Sie in 20 Minuten. Im Präsidium, zweiten Stock, Zimmer 216. Ein Zug ist kein Schiff. Ach nee. Auf einem Schiff kann der Mörder unterwegs nicht aussteigen. Dein Zug hält an jeder Station. Aber da gab es nur zwei. Hannover und Würzburg. Ich meine, Leo, dass der Mörder nicht im Zug geblieben sein kann. Er musste damit rechnen, dass die Tote spätestens in München entdeckt wird. Vielleicht war der Mord gar nicht geplant. Oder Täter und Opfer kannten sich vor Beginn der Fahrt noch gar nicht. Tut mir leid, meine Herren, aber Herr Winters ist noch aufgehalten worden. Er bittet, das zu entschuldigen, da es sich um einen unvorhergesehenen Zwischenfall handelt. Aber es kann nicht lange dauern. Wenn Sie einverstanden sind, kann Frau Wendt, die für den technischen Bereich zuständig ist, schon mal beginnen. Bitte, Frau Wendt. Trinken wir auch einen Kaffee? Nehmen Sie doch Platz. Nein, danke. Ich will nicht drängen, meine Herren, aber bitte etwas zügig. Fräulein Mayrath begleitete Sie also auf Ihren Geschäftsreisen, vornehmlich um Konferenzprotokolle aufzunehmen, ja? Sie war eine erstklassige Stenografin, ja. Und was noch? Ich meine, sowas macht man doch heute mit Tonband, oder? Ich bin kein technisch begabter Mensch. Außerdem erledigte sie die Post, kümmerte sich um Termine und so weiter. Ich möchte nicht indiskret erscheinen, aber wie weit ging der persönliche Kontakt mit Fräulein Mayrath? Unsere Beziehung war rein geschäftlicher Natur. Bin verheiratet. Es war gut. Sie waren beide im gleichen Schlafwagen. In verschiedenen Abteilen, ja. Haben Sie das Abteil von Fräulein Mayrath betreten? Vor der Abfahrt oder später? Gab keinen Grund. Und Ihre Frau? Wusste sie, dass Sie mit Ihrer Sekretärin unterwegs waren? Lassen Sie bitte meine Frau da raus. Sie würden nur unnötig Porzellan zertreten. Sie können jetzt gehen, Herr Winters. Wiedersehen. Meine Herren. Der Mann hat Angst vor seiner Frau. Wer hat das nicht? Die Freundin, die mit Karin Mayrath zusammenwohnte, sie wird mehr darüber wissen. Entschuldigung, ich muss Sie kurz stören. Geht nicht, wir haben gleich Proben. Nur eine kurze Frage. Ihre Freundin Karin und Herr Winters, waren das nur Chef und Sekretärin oder? Er wollte sie heiraten.
Er wäre doch verheiratet. Er wollte sich scheiden lassen. Wo ist denn seine Frau davon? Nein, er war immer ganz hysterisch vor Angst, dass sie was merkt. Es hatte irgendwas mit einem Testament zu tun. Es ging um einen bestimmten Termin. Nein, ja. Wir werden die Leuchtstofflampe CL3 produzieren, meine Herren. Herr Dorr, bitte. Sie sind der Chef? Meine Bedenken kennen Sie. Auch meine Frau kennt Sie. Vergessen Sie nicht, in geschäftlichen Dingen bin ich Ihr Ansprechpartner. Ja? Das sind zwei Herren von der Kriminalpolizei. Ja, ja, sollen reinkommen. Bitte. Ich bekomme Besuch. Nun, meine Herren, haben Sie eine Spur? Mehrere. Eine führt hierher. Zu mir? Sie haben uns leider nicht die Wahrheit gesagt, Herr Winters. Damit machen Sie sich verdächtig. Bitte setzen Sie sich. Sie haben uns Ihr immerhin doch enges Verhältnis mit Ihrer Sekretärin verschwiegen. Warum? Es geht um meine Existenz. Die Fabrik gehört meiner Frau. Ihr Vater hat sie vererbt. Ich soll 25% der Anteile erhalten an seinem 10. Todestag. Unter einer Voraussetzung, meine Frau und ich, wir müssen dann noch verheiratet sein und keiner von uns darf die Scheidung eingereicht haben, verstehen Sie? Merkwürdige Testamentsklausel. Wann ist denn dieser 10. Todestag? Knapp 4 Wochen. Sie können sich vorstellen, wie mir zumute ist. Waren Sie im Abteil von Fräulein Mayrath? Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Das war nicht die Frage. Ich war nicht im Abteil. Henry, schon ein Ergebnis von der Spursicherung. Noch nichts da, aber ein Telex von der Bundesbahn. Liegt auf deinem Tisch. In Altona sind 26 Fahrgäste eingestiegen, in Hannover 6. Nur. Es ist also keiner verschwunden. Die haben wir alle erfasst. Du hast was mit ihr gehabt? Klar. Erst habe ich sie vergewaltigt. Dann habe ich sie umgebracht. Nur damit du nichts erfährst. Aber du musst doch zugeben, dass alles so aussieht. Da traust du mir also einen Mord zu. Um Gottes Willen, nein. Ja, aber warum muss ich denn ein Verhältnis mit ihr gehabt haben? Nur weil sie in einem Schlafwagen umgebracht wurde, in dem auch ich war. Du wolltest doch diesmal allein fahren. Ich glaube, ich wäre jetzt sehr froh darüber, aber dann kam kurzfristig noch die Verhandlung mit der VSK und es war mir einfach zu viel. Aber man wird doch nicht einfach so umgebracht. Es muss doch irgendetwas gegeben haben. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung. Das Abteil 203, also links von der Mayrath, war leer. Abteil 212 war ein gewisser Tonio Benetti. Der Italiener, wohnt im Königshof zurzeit. Morgen will er nach Rom. Und was ist mit dem Schlafwagenschaffner? Hat nichts gesehen. Angeblich. Wenn er es selber war, er hatte alle Möglichkeiten. Ich weiß, Geld, Schmuck, nichts fehlte. Aber wer weiß, es kann ja sein, dass die in ganz andere Geschäfte verwickelt waren. Ach, du meinst Gold, Devisen? Gerd, dieser Tonio Benetti, kümmere dich um ihn, ja? Henry, auch der Schlafwagenschaffner muss her. Kann durchaus sein, dass der Winters wirklich nichts mit der Sache zu tun hat. Ja, grüß Gott, Heimann. Bei Ihnen wohnt doch ein Herr Benetti. Ja, den möchte ich mal sprechen. Einer deiner Mitarbeiter weiß anscheinend mehr nach seinen Anwälten. Dein Zuträger da, den schmeiß ich raus morgen. Du vergisst, dass ich über leitende Angestellte mitbestimme in meiner Firma. Dich schmeiß ich ja auch nicht raus. Tust doch, ich hab's allmählich satt, deine ewigen Vorwürfe und Verdächtigungen. Mit der Sekretärin war ich im Bett, oder? Ich habe nie nachgeforscht. Hätte ich allerdings Beweise. Ja, geschiedene Leute, ich kenne das.
Polizei hält mich für den Mörder von Fräulein Meier. Bist du's? Das fragst du mich? Meine Frau! Ich muss mit Ihnen reden. Rufen Sie mich mal an. Sie mögen mich, ich weiß. Trotzdem, bitte helfen Sie mir. Ich muss unbedingt verhindern, dass bestimmte Dinge zwischen Karin und mir in die Öffentlichkeit kommen. Dinge, von denen Sie wissen. Dass Karin schwanger war zum Beispiel. Das muss doch niemand erfahren. Ich gebe Ihnen Geld, Fräulein Thiele. Mit Geld regeln Sie wohl alles. Karin gaben Sie Geld, damit sie das Kind nicht kriegen sollte. Bloß damit Ihre Frau nichts davon erfährt. Und plötzlich ist sie tot. Sie wollen doch nicht sagen, ich hätte sie umgebracht. Sie nicht. Aber Sie hätten jemanden dafür bezahlen können. Aber Sie wissen doch ganz genau, Karin und ich, wir wollten heiraten. Ohne das Kind. Und erst nachdem Sie geerbt haben. Erst die Anteile oder was immer das auch ist. Und Ihrer Frau hätten Sie dann einfach einen Fußtritt versetzt. Mein Mann ist noch nicht da, Herr... Kress, mein Mitarbeiter, Herr Heimann. Guten Abend. Guten Abend. Ja, er ist heute später dran. Geschäftliches nehme ich an. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie wollen doch meinen Mann sprechen. Ja, Fräulein Meira ist seine Sekretärin, Sie wissen es sicher. Ja, ja, ich weiß. Furchtbar. Ein Glas Wein? Nein, ja, danke. Wasser, Saft? Danke. Mein Vater. Er hat die Elektrofabrik gegründet, 1932. Mein Mann leitet sie, er ist sehr tüchtig. Die alleinige Besitzerin sind Sie? Ja. Wir beide können Karin nicht mehr helfen. Aber warum wollen Sie mich denn nun auch noch finanziell ruinieren? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Mein Vater war Geschäftsmann. Ja, misstraute er Ihrem Mann? Die Klausel sollte meine Unabhängigkeit garantieren, meinen Mann aber nicht ausschließen, wenn sich unsere Beziehung als haltbar erwiesen hat. Es geht um 25%, ist das richtig? Guten Abend, Herr Winters. Wir müssen Sie leider so spät noch mal stören. Falls sich nicht vermeiden lässt, muss meine Frau dabei sein? Nein, durchaus nicht. Steht nur um Ihre Aussage. Ich hoffe, es sind keine allzu großen Geheimnisse, die Sie mir vorenthalten. Nun, meine Herren. Zu Ihrer zweimaligen Behauptung. Sie hätten das Abteil von Fräulein Meirat nicht betreten. Es gibt einen Zeugen, der das widerlegt. Ah ja. Wer soll denn das sein? Ein Fahrgast aus dem Abteil neben der Toten. Er kam von der Toilette und hat gesehen, wie Sie das Abteil von Fräulein Meirat verlassen haben. Der Mann muss sich täuschen. Ich habe mein Abteil nicht verlassen. Ich habe fest geschlafen während der ganzen Fahrt. Er behauptet aber, Sie gesehen zu haben. Nach dem Halt in Hannover. Er kann sich genau erinnern. Nachts im halbverdunkelten Schlafwagen, wer will da schon wen genau erkennen? Also, ich hätte da Probleme. Unser Zeuge ist für ein paar Tage verreist. Sobald er zurück ist, möchte ich Sie ihm im Präsidium gegenüberstellen. Hab nichts zu befürchten. Herr Winters, ich möchte Sie bitten, die Stadt nicht zu verlassen, ohne uns Bescheid zu geben. Guten Abend. Der Schlafwagenschaffner ist unterwegs nach Kopenhagen. Den kriegen wir erst in 4 Tagen wieder. Die Spurensicherung gefunden. Unterm Teppich im Abteil von Karin Meirat. Von der Toten? Dann müsste ja noch ein zweiter da sein. An ihrem Ohr oder bei ihrem Schmuck. War aber keiner. Frauen tragen heutzutage doch auch ein Ohrring. Stammt vielleicht von einem weiblichen Fahrgast vorher.
Weiß der Teufel, wie lange der da schon lag? Fragen wir doch mal Herrn Winters. Der muss doch wissen, ob seine Sekretärin solche Ohrringe getragen hat. Herr Winters, der Herr sagt, er ist von der Polizei. Bitte, kommen Sie mit. Keine große Geschichte, Herr Winters, nur das hier. Kennen Sie diesen Ohrring? Nein, wieso? Vielleicht hat Ihre Sekretärin ihn getragen, auf der Reise. Nein, wo haben Sie ihn denn gefunden? Im Abteil der Toten. Der war unter den Teppich gerutscht. Im Zugabteil? Genau da. Ah. Tut mir leid, mehr kann ich nicht sagen. Chris? Ja? Wie? Danke. Das Ergebnis der Obduktion, Toddurch Erwürgen, war ja wohl klar. Aber Karin Mayrath war schwanger. Im dritten Monat. Wenn Winters davon wusste, Leo, und wenn er das Kind nicht wollte, sie aber doch. In 4 Wochen ist dieser Termin. Darüber könnten sich die beiden im Zug gestritten haben. Er erwürgte sie im Affekt. Oder er hat den Mord kaltblütig geplant. Er muss ihn ja nicht ausgeführt haben. Passagier im Zug, erledigt seinen Auftrag, kassiert, alles gleich bar und an Ort und Stelle. Zu viel Risiko. Wieso? Also, wenn schon Fantasie, dann schlage ich vor, es war der Italiener. Aber der verdächtigt doch den Winters. Eben. Damit kann er doch sich selbst unverdächtig machen. Wie wär's denn, wenn der Auftraggeber gar nicht Winters ist? Sondern? Jemand, der Winters bei seiner Frau verdächtig machen will, um sie daran zu hindern, die Anteile aus der Hand zu geben. Es geht immerhin um 5 bis 7 Millionen. Wer könnte das sein? Den findet man. Jedenfalls bin ich sehr gespannt auf die Gegenüberstellung mit dem Italiener. Wir müssen Winters beobachten. Nur mal heute. Knobel's doch aus. Knobeln wir's aus, Herr Heimann. Thank you.
wer im Wagen saß, war nicht zu erkennen? Könnte eine Frau gewesen sein. Könnte. Kennzeichen? Keine Chance. Ich hatte bei seinem Wagen auf ihn gewartet. Und? Nach einer Stunde und genau 44 Minuten kam er mit einem Taxi wieder. Herr Kommissar, um 9 Uhr wollten Sie mich gegenüberstellen und jetzt ist 9.30 Uhr. Wo ist der Mann? Entschuldigung. Hast du es noch mal versucht? Da ging niemand dran. Dann holt ihn. Bitte noch etwas Geduld, Herr Benetti. Bitte nehmen Sie doch Platz. Das ist einwandfrei ein Automotor. Zu. Hallo. Sitzt er im Auto? Johnson, MK2, Leo Kaisbitt. Kreis? Herr Leo, wir sind in der Villa bei Winters. Selbstmord. Hat Autoabgas ins Wageninnere geleitet. Ja, hab verstanden, Henry. Sie können gehen, Herr Benetti. Keine Gegenüberstellung, nicht mehr nötig. Aber ich verstehe. Er hat gestanden. So kann man es auch sagen, ja. Vielen Dank für Ihre Geduld. Bitte. Oh, Scusi. Sieht aus wie Selbsttötung durch Kohlenoxidvergiftung. Der Mann war in dem Wagen? Ja, wir haben ihn rausgeholt. Riecht stark nach Knoblauch. Offensichtlich auch keine Garantie für ein langes Leben. Jemand im Haus? Niemand, der war allein. Hey, Mann. Und halt durchgedreht. Da ist Angst, als Mörder von Karin Mayrath entlarvt zu werden. Damit können wir den Mord im Schlafwagen abhaken, Leo. Der weiß also doch. Sie erwarten Herrn Winters in der Firma. Mit wem spreche ich denn bitte? Ja, Moment bitte. Ja, mein Name ist Thorl. Herr Winters weiß, dass diese Konferenz von entscheidender Bedeutung ist. Wir können nicht ohne ihn. Was?
Das ist doch nicht möglich. Können Sie uns sagen, wo wir seine Frau finden? In Salzburg. Haben Sie die Telefonnummer? 735487. Zu Gast bei einer Familie Bräuning. Bräuning. Vielen Dank, Herr Dorf. Wiederhören. Herr Winters ist nicht mehr am Leben. Es war ihm die Polizei. Er hat sich selbst getötet. Ja, ja, so ist das. 10 Jahre strampelt sich einer ab, damit ja nichts passiert, dass nichts rauskommt. Bloß um an diese Beteiligung zu kommen. Immerhin ein paar Millionen. Und dann verliert er die Nerven, weil seine Freundin schwanger ist? Und bringt sie um. Dabei hätte er doch ganz einfach sie ins Ausland schicken können, bis der Stichtag vorbei ist. Das hätte doch kein Mensch gemerkt. Wenn er nicht die Nerven verloren hätte. Ja, hier ist Kriminalpolizei München, Heimann. Herr Hauptkommissar Kress möchte gerne Frau Martha Winters sprechen. Wie bitte? Soeben abgereist. Sie sind doch die Frau Bräuning. Ja, können Sie mir sagen, wohin sie unterwegs ist? Nach München. Ihr Mann hatte einen Unfall. Ja. Ja, in dieser Angelegenheit wollten wir Sie sprechen. Vielen Dank, Frau Bräuning. Wiederhören. Sie weiß es also schon. Von da. Der Mann ist schneller als die Polizei, aber. Abwarten. Guten Tag, Frau Winters. Der Rest ist für Sie, aber eine Quittung hätte ich gern. Selbstverständlich gern. Nee, Frau, einen Moment, bitte. Tut mir leid, dass ich Sie unter diesen Umständen noch mal besuchen muss. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie haben meinen Mann tot aufgefunden? Meine Mitarbeiter. Mein Gott. Und damit ist für Sie natürlich bewiesen, dass er sich wegen des Mordes an Fräulein Mayrath getötet hat. Könnten Sie sich einen anderen Grund vorstellen? Ich meine, gibt es irgendetwas anderes, was ihn Ihrer Meinung nach zu diesem Schritt veranlasst haben könnte? Nein, nein. Es ist furchtbar, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum sonst. Dunkle Frau, die Rechnung. Danke. Empfehlung. Mein Name ist Dorr. Kress. Kriminalpolizei. Herr Dorr ist der Produktionschef meiner Firma. Kann ich meinen Mann sehen? Nach der Obduktion. Selbstverständlich werde ich Sie sofort benachrichtigen. Danke. Ich weiß nicht, ich gehe vielleicht lieber in ein Hotel. Wenn Sie sich dazu entschließen sollten, würde ich Sie bitten, mir Ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Stellen Sie mir bitte sofort eine Verbindung zur Kripo her. Kress oder Heimann? Ja. Was machen wir damit? Ich meine, wenn die Sache abgeschlossen ist. Ins Fundbüro oder zu den Akten? Heimann. Rechtsmedizin. Kress. Ja. Bitte? Er ist nicht an den Autoabgasen gestorben. Er wurde vorher vergiftet. Also, Winters war schon tot, als die Abgase ins Auto drangen. Der Befund ist einwandfrei. Mit einer großen Dosis gelben Phosphors. Typische Blutungen am Herzbeutel und am Rippenfell.
Der Geruch des Mageninhaltes wie Knoblauch. Ja, ich habe es Ihnen deshalb gleich durchgegeben, weil das Resultat doch überraschend ist. Danke, Herr Doktor. Vielen Dank. Hat seine Frau ihn umgebracht? Ach, die hätte es doch einfacher haben können mit einer Scheidung. Doch? Möglich, ja. Und die Meirat? Auch doch. Ich glaube nicht, dass wir den zweiten Ohrring bei ihm finden. Schade. War alles so schön einfach. Eine Ermordete, ein reuiger Mörder, der sich dann selbst umbrachte. Deckel zu, Akte in den Keller. Und jetzt? Am besten, ihr fahrt sofort in die Firma von Winters und befragt die Angestellten. Fahrt zu seiner Frau. Ich hätte geschworen, du nimmst dir den Dorf vor. Nimm den Ohrring mit. Guten Tag, Herr Chris. Tag. Wie Sie sehen, bin ich doch ins Hotel gezogen. Herr Dorr steht mir jetzt bei, er berät mich. Es geht um wichtige Entscheidungen, die Firma betreffend. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Frau Winter, Sie waren verreist, als Ihr Mann ermordet wurde. Was war denn der Anlass dieser Reise? Ja, diese furchtbare Geschichte mit Fräulein Meirat. Außerdem glaubte ich, dass es meinem Mann angenehmer wäre. Aber die geschäftlichen Besprechungen liefen weiter. Ja, das kann Herr Dorr bestätigen. Wir haben dauernd telefoniert. Ich muss aber auch sagen, dass Dorr ein ganz ausgezeichneter Fachmann ist. Halten Sie es für möglich, dass es zwischen Herrn Dorr und Frau Winters auch noch andere Beziehungen gab, intimere? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie gehören zu den ersten Kräften dieser Firma. Ich leite das Konstruktionsbüro, aber geschäftlich habe ich nichts zu sagen. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis mit Herrn Winters, wie war das? Sehr gut. Und das Verhältnis von Herrn Winters zu seiner Frau? Glauben Sie, dass Herr Winters mit Frau Meirat was hatte? Bitte. Haben Sie diesen Ohrring schon mal gesehen? Schwer zu sagen, aber es kommt mir so vor, als hätte ich ihn schon irgendwo einmal gesehen. Bei Frau Winters? Nein. Hier im Betrieb? Vielleicht bei Frau Meirat? Das könnte sein, ja. Frau Winters, wo waren Sie am 26. abends? Am 26.? Da passierte die Sache mit Fräulein Meirat. Das meinen Sie doch, Herr Kreis. Da war ich aus Essen. Alleine? Nein, in Begleitung von Herrn Dorr. Sie können das bestätigen. Selbstverständlich. Frau Winters, ich würde jetzt gern mit Herrn Dorr alleine sprechen. Ja, aber bitte. Selbstverständlich, bitte schön. Hier hatte Fräulein Meirat immer ihre persönlichen Sachen. Das ist alles noch so wie vorher. Schade. Hat sie die oft getragen? Eigentlich nicht. Aber ich achte da nicht so drauf. Haben Sie die überhaupt schon mal bei ihr gesehen? Ich kann das nicht sagen. Die Vorgängerin von Fräulein Meirat war Frau Domen, Hanna Domen. Sie war eine erstklassige Sekretärin. Aber die Umstände ihrer Entlassung waren alles andere als fein. Was meinen Sie damit? Es gab keinen anderen Grund als eben Fräulein Meirat. Ich glaube, damit habe ich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Herrn Winters und Fräulein Meirat beantwortet. Wann war das? Ziemlich genau vor einem Jahr. Frau Domen wollte damals vors Arbeitsgericht, aber Herr Winters hat es irgendwie mit Geld geschlichtet. Er wollte jedes Aufsehen vermeiden. Vielleicht hat die Domen ihn erpresst. Fahr doch mal hin, Gerd, am besten in die Wohnung. Jedenfalls, die bringen uns nicht weiter. Die gehörten dem Opfer. Ist ja schon komisch, dass sich keiner daran erinnert, die Meirat je mit diesen Dingern gesehen zu haben. Hat sie vielleicht selten getragen. Scheinen wertvoll zu sein. Sind sie auch. Ich habe sie schätzen lassen. Und? Nicht unter 4.000. Da hat sich Winters mächtig ins Zeug gelegt. Ja? Okay. Dann gehe ich mal zu dieser Domen. Ah. Den nehme ich mit. Für alle Fälle. Müsste doch eigentlich auch Fotos geben von der Meirat, wo die mit drauf sind. Wie lange haben Sie in der Firma von Herrn Winters gearbeitet?
8 Jahre und 6 Monate. Sie wollten damals Herrn Winters verklagen. Sicher zu Recht, aber dann haben Sie doch Abstand davon genommen. Warum? Wir haben uns persönlich geeinigt. Meinen Sie finanziell? Ja. War das eine einmalige Ablösung, die Sie damals von ihm erhielten, oder? Ich verstehe. Sie glauben, ich habe ihn erpresst. Tut mir leid. Entschuldigen Sie, aber rein sachlich hätte es ja sein können. Sie haben da sicher mehr Erfahrung. Ist das Ihr Ohrring? Nein. Haben Sie den schon mal gesehen bei jemand? Nicht bewusst. Aber... Vielleicht bei Frau Meirat? Nein, da war ich nicht mehr in der Firma. Es muss früher gewesen sein. Bei Frau Winters? Nein. Aber bei jemandem aus der Firma. Warten Sie. Ich bin nämlich leidenschaftliche Fotografin. Bei Betriebsfesten und sonstigen Anlässen habe ich immer fleißig auf den Auslöser gedrückt. Rausgerutscht sein. Wissen Sie noch, was das für Fotos waren? Das war anlässlich der Inbetriebnahme der firmeneigenen Entwicklungsabteilung. Aber wer da drauf war, wissen Sie nicht mehr. Auf jeden Fall wird Winters drauf gewesen sein. Dorr und Frau Wendt. Die ist ja immer noch die Leiterin dieser Abteilung. Hatten Sie das Album jemandem geliehen? Nein, nein. War in der letzten Zeit jemand bei Ihnen, der die Bilder wollte? Nein. Nur Frau Wendt war gestern zum Kaffee bei mir. Aber wenn die die Bilder hätte haben wollen, dann hätte sie doch was gesagt. Wir treffen uns ab und zu. Sprachen von vergangenen Zeiten. Naja, was man so ratscht. Sahen Sie sich das Album an? Ja, wir haben drin geblättert. Oh, entschuldigen Sie bitte, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe ganz vergessen. Ich habe noch einen Termin beim Zahnarzt. Ja, dann... Alles Gute. Ich habe verstanden, Gerd. Hilde Wendt. Leo, kommst du bitte mal? Du kannst inzwischen mal mit Leo reden. Gerd. Ja, Gerd, was gibt's denn? Aha. Moment. Ja? Frau Wendt, guten Tag. Johnson, Kriminalpolizei. Ja? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Es wäre sehr nett, wenn Sie mit mir mitkommen würden. Ich kann doch sicher hinter Ihnen herfahren. Wie komme ich sonst wieder zu meinem Wagen? Ich fahre Sie selbstverständlich zurück. Frau Wendt, Sie waren gestern bei Frau Domen zum Café. Sie haben sich dabei ein Fotoalbum angesehen. Ja. Bei der Gelegenheit haben Sie einige Fotos heimlich an sich genommen. Warum sollte ich das getan haben? Weil Sie auf diesen Fotos die Ohrringe tragen, die hier vor uns liegen. Das ist eine Behauptung. Eine Vermutung. Ich habe mir eine Durchsuchungserlaubnis besorgt für Ihre Wohnung und Ihr Auto. Sollten Sie diese Fotos da versteckt haben, wäre es nur Zeitverschwendung, das jetzt nicht zuzugeben. Habt ihr was gefunden? Von den verschwundenen Fotos? In Ihrem Wagen nichts. Die Kollegen sind zwar noch dran, aber das ist doch auch was Schönes.
Donnerwetter. Hinter der Sonnenblende beim Fahrersitz. In seinem Wagen? Ja. Es wird alles gut, glaub mir. Dein Oscar. Das ist Winters Handschrift, wir haben das überprüft. Hier haben sie im Schlafwagenabteil verloren, als sie Karin Meirath getötet haben. Die Fotos aus dem Album haben sie vermutlich vernichtet. Aber das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Waren Sie die Geliebte von Herrn Winters? Ja. Das Foto wurde einen Tag vor dem schrecklichen Unfall gemacht, den er verschuldet hatte. Wir waren damals in Mexiko. Ich habe das noch so gerade überlebt. Wann war das? Das ist jetzt 7 Jahre her. Er machte sich schreckliche Vorwürfe und versprach mir die Ehe. Als ich arbeitsfähig war, hat er mich in die Firma engagiert. So waren wir einander nah. Aber dann sagte er mir, er liebe diese Frau. Ich sah sie täglich. Das Leben wurde zur Hölle. Wo sind Sie in den Autozug gestiegen? In Hannover. Ich fuhr ohne Fahrkarte für diesen Zug. Bis zur nächsten Station in Würzburg hatte ich genügend Zeit. Ich versteckte mich vor dem Schaffner. Durch einen Anruf im Reisebüro wusste ich, in welchem Abteil sie war. Das war das Zeichen von Oscar Winters. Ich kannte es von früher. In Würzburg haben Sie den Zug verlassen. Unauffällig. Ich hatte den Wagen vorher dort abgestellt. Wann haben Sie bemerkt, dass ein Ohrring fehlte? Gleich, als ich nach Hause kam, um mich umzuziehen. Ich musste ja so schnell wie möglich in die Firma. Sie wussten nicht, wo Sie ihn verloren hatten? Nein. Und dann taten Sie etwas sehr Kluges. Sie legten den anderen in das Schrankfach, wo Frau Meirath ihre Privatsachen zu deponieren pflegte, sodass wir annehmen mussten, der Schmuck gehörte ihr. Frau Wendt, ich stelle fest, dass Sie den Mord an Karin Meirath gestanden haben. Woher hatten Sie das Gift, mit dem Sie Herrn Winters getötet haben? Aber ich habe Herrn Winters nicht umgebracht. Warum hätte ich das tun sollen? Als wir ihm den Ohrring zeigten, erkannte er ihn, obwohl er es nicht zugab. Und als er erfuhr, wo wir ihn gefunden hatten, da wusste er, Sie sind die Mörderin. Er rief Sie von der Telefonzelle Sonnenstraße, Ecke Kolpingstraße an. Sie holten ihn an der Richard-Strauss-Straße ab. Es gab eine Auseinandersetzung. Dann fuhr Herr Winters mit einem Taxi zu seinem Wagen zurück. Um 21.45 Uhr war er wieder bei Ihnen. Er drohte, Sie der Polizei zu übergeben. Da gerieten Sie in Panik, schütteten das Gift in einen Orangensaft. Nachdem er getrunken hatte, begleiteten Sie ihn im Lift hinunter. Bring dich in die nächste Klinik. Du hast dich zu sehr aufgeregt. Dann fuhren Sie Winters zu seinem Haus. Das Garagentor ließ sich per Fernbedienung öffnen. Sie hatten Glück. Um Fingerspuren zu vermeiden, zogen Sie Gartenhandschuhe an. Wir fanden Sie neben dem Staubsauger am Boden. In der Garage benutzten Sie alle Dinge, die Sie brauchen konnten,
um einen Selbstmord vorzutäuschen. An Herrn Winters war nicht geplant. Nein. Er wurde in Ihren Augen notwendig, ja, um den an Karin Meyer zu vertuschen. Wie kamen Sie an das Gift? Ich hatte es mir damals besorgt nach dem Unfall. Es ging mir nicht gut. Ich dachte daran, mich umzubringen. Wo haben Sie das Foto gefunden? In seinem Auto. Aber da habe ich doch überall gesucht. Er hat es an sich genommen in meiner Wohnung als Beweis für meine Schuld, wenn ich mich nicht so verhalten würde, wie er wollte. Es steckte hinter der Sonnenblende. Hinter der Sonnenblende.